Es war ein sehr spannender Tag hier im Joderheim zu Visp. Es war ein sehr spannender Tag natürlich für uns Frauen, aber auch für die Männer, die hier sind. Daniel, ich glaube, das unterschreibst du so auch. Jetzt, du, der zuständig bist auch für die ganze Kampagne, hast du dir das so vorgestellt? Bist du zufrieden jetzt mit dem, was ist rausgekommen? Ich bin sehr zufrieden. Gerade das Podium, das wir jetzt gesehen haben, ist für mich wirklich. Das sind alles starke Frauen gewesen. Und. Wir haben uns ja nachher in der Männergruppe auch darüber austauscht und haben gesagt, dass es für uns eigentlich, dass wir uns mit solchen Frauen wünschen, zusammen zu arbeiten und zusammen zu leben. Bei euch steht ja immer der Wandel im Fokus. Jetzt ist das vielleicht für Summe noch so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ja, um welchen Wandel konkret geht es denn? Was wollt ihr genau erreichen? Ja, wir reden vom systemischen Wandel. Und wir machen die Erfahrung, dass die Menschen vor allem im Süden auch vom Klimawandel sehr negativ konfrontiert sind. Aber dass auch ganz viele Prozesse bei uns ja, also die einen haben wahnsinnig viel Arbeit, die anderen haben keine Arbeit. Also die ganze Gesellschaft muss sich wandeln, oder? Und da spielt die Gleichberechtigung von Mann und Frau eine ganz entscheidende Rolle dazu. Redest du jetzt da konkret von der Gleichberechtigung gerade in Entwicklungsländern, wo wir auch darüber diskutiert haben, oder fällt das wirklich auch hier bei uns in unserer Gesellschaft? Unser Fokus ist natürlich die Erfahrungen in unserem Projekt in den Ländern vom Süden, wo wir die Erfahrung machen, dass häufig Frauen die sind, die Familien durchtragen, in der Landwirtschaft wahnsinnig engagiert sind, für die sozialen Kontakte zuständig sind und trotzdem sind sie wie immer im Hintergrund, wenn es um die Öffentlichkeit geht, oder? Dass sie eigentlich gar nicht zum Tragen kommen und im Gegenteil sogar noch mit Schikanen auch versetzt sind. Beispielsweise Gewalt ausgesetzt sind auf Plantagen, wo sie arbeiten oder so. Also es ist so wie die zweifache Rolle, wo Frauen eigentlich benachteiligt sind, obwohl sie eigentlich 80% von der landwirtschaftlichen Leistungen, es Frauen sind, die die erbringen. Und für uns ist bei einer Kampagne immer wichtig, dass wir wahrnehmen können, was sind die Herausforderungen da. Und so wie beispielsweise wir mit Essen oder mit Kleidern oder so umgehen, das hat eine Bedeutung für unsere Projektpartner im Süden. Oder? Also wenn wir nicht einfach die Sachen wegschmeißen, dann ist es auch nicht so nötig, dass sie quasi nur für den Export produzieren, sondern dann können sie ihre eigenen Landwirtschaften erhalten und müssen nicht quasi einfach, zu exportieren, zu produzieren. Sehr wichtiges Thema, das uns alle betrifft. Daniel, als abschließende Frage, was setzt du in deinem persönlichen Alltag, in deinem Leben an, für den Wandel herbeizuführen? Ja, also eigentlich so zwei Sachen. Das eine ist, dass ich mehr und mehr vegetarisch esse, weil ich um den unglaublichen Energieverschluchzen von Fleischkonsum immer bewusster wahrnehme. Und auch so der zweite Punkt ist, dass ich nicht nur jetzt auf Leistung tobt versuche zu leben, sondern dass ich irgendwo wie auch anderen Bereichen einfach vom Sein versuche, mehr Gewicht zu setzen. Nicht nur quasi auf Karriere machen, sondern wirklich auch auf Lebensqualität.